Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Wir haben eine Aufarbeitung eines Bird Strikes von der DHL in Leipzig, da gibt es Bilder. Lufthansa rechnet mit der ITA-Entscheidung aus Brüssel diese Woche. SAS ist, wie soll man es formulieren? Sollen wir sagen, wie es ist? SAS fühlt sich besser im Sky-Team aufgehoben als in der Star Alliance. Wir haben des Weiteren als Thema, ich muss direkt nachgucken, Lufthansa muss auch noch 1,1 Millionen Strafe an DOT zahlen. Und Emirates. Warum kauft Emirates keine 350 1000er, wenn die Kollegen aus Doha so viele schon gekauft haben? Die IATA AGM ist im vollen Lauf und da gibt es natürlich immer wieder Aussagen, die man dann einordnen muss. Und das sind die meisten Aussagen von der AGM, also insofern gebe ich euch da ein Update. Und wichtig an dieser Stelle ist natürlich wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch den Ton zu kontrollieren und Licht und alles, aber es passt alles. Insofern sind wir hier auf der sicheren Seite. Also Kanalmitgliedschaft und wir haben Freitag haben wir Berlin Stammtisch. Ich freue mich drauf. Also insofern im Grand Hyatt, vielleicht sogar draußen, wenn das Wetter gut ist. Gibt es eigentlich noch Spargel oder ist Spargelzeit vorbei? Nee, ist noch Spargelzeit. Schauen wir mal, ob der Belitzer Spargel gut ist. Also, Kanal abonnieren, Glocke, Like und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Das erste Thema, was wir haben, ist der DHL A300-Vorfall, wo der Cargo-Maschine einen Tailstrike hatte. Fangen wir einfach mal mit Bildern an zur Einstimmung. Und zwar hier seht ihr die Schäden und zwar ganz Ganze war am 9. Februar 2024 um 17.54 Uhr, um ganz genau zu sein, das BFU hat da geschrieben. Der A300 war von der EAT Leipzig, also DHL, kam aus Tel Aviv als 995. Das Flugzeug setzte um 17.54 Uhr zum ersten Mal auf und dann gab es wohl am Popo ein bisschen brennen, weil es dort abgekratzt wurde, die Farbe. Ja, was dann passiert war, war folgendes. Das Flugzeug hebte ab, gutes Wort. Hatte dann Heckschaden an der Delta Alpha Zulu Mike Oscar. Und was das Interessante war an dieser Stelle, bevor ich euch mein Gesicht wieder zeige, ist die Landebahn. Da sieht man, wie auf der Landestartbahn Abkratzungen sind. Und die BFU sagt, Ursache war der Seitenwind. Das Abfangmanöver des Flugzeugs war eingeleitet, aber man hat halt versucht, das Flugzeug dann wieder auf die Landebahn auszurichten, was dann so ein bisschen misslungen ist, weil man dann halt wirklich zu steil gezogen ist. Und das war dann halt ein Thema, was dann diesen Kratzer verursachte auf der Landebahn, diesen langen Strich, und natürlich dann das Flugzeug kaputt gemacht hat. Maßnahmen hat man auch ergriffen, man macht ein bisschen mehr Schulung, man macht im Simulator-Training das Ganze, was natürlich Sinn macht. Aber ich kann euch sagen, ja, passiert. Ich hatte auch einmal auf dem Flug, aber da war ich nicht selber fliegend, einen Tailstrike. Das ist jetzt nicht so ganz angenehm, das war eine ATR. Und das Simulator-Training ist halt wirklich so, da nochmal dann auch, um da nochmal Awareness zu schaffen für das Problem. Ist jetzt aber nicht wirklich so, dass die Pilotin da irgendwas falsch gemacht hat, wie viele sagen. Selbst bei bestem Wetter kann man einfach mal irgendetwas vertun oder halt irgendwas passiert. Deshalb da kein Malus aus meiner Sicht. Ist halt dumm gelaufen, wenn man ehrlich ist. Muss man so sagen, oder? Ach ja, wir haben wieder vergessen, die Zeit aufzuschreiben. Ich mache mal einfach spontan geschätzt. Wir haben jetzt als nächstes Thema die Emirates. Und zwar die Emirates, das ist auch ein spannendes Thema. Die brauchen ja Flugzeuge. Also die haben ja 777 bestellt. Wie viele weiß ich eigentlich? Muss ich mal kurz gucken. Und zwar man hat bei der 777, ich sage euch das sofort, 205 777X bestellt, nochmal 35 787er, Gott sei Dank weiß ich ja, wo es steht, bestellt. Wobei man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass davon 20 787-800er sind und dann halt 15 787er 10er sind. Also, dass man da natürlich vielleicht auch Fly Dubai mit beglücken möchte. Also, wenn sich der eine oder andere Frage stellt, weil die natürlich wesentlich kleiner sind als das, was sie haben. Und die Leute wollten ja eigentlich sagen, wir brauchen mehr, wir brauchen größere Flugzeuge, weitere 80er und so weiter. Und
Bei Boeing sind es halt irgendwie 250 Bestellungen und bei Airbus sind es gerade mal 65, 350, 900er und man will vielleicht noch 100 A350 zusätzlich haben oder aufstocken auf 100. Nee, dann werden es 100 A350, also man will da mehr kaufen. Die Freunde aus Doha haben das gemacht, aber Sir Timothy Clark ist da so ein bisschen, nennen wir es einfach mal, verstimmt. Er hat ja noch lange dran zu knabbern gehabt, was beim 380er passiert ist. Beim 380er ist Folgendes passiert. Rolls-Royce hat ihm versprochen, das läuft mit dem Triebwerk. Aber die waren halt am Anfang nicht zuverlässig. Und gerade in Dubai ist es wichtig, dass die Triebwerke wirklich die Leistung bringen, die auch versprochen ist. Warum? Weil es heiß ist. Und bei Hitze, wenn die Triebwerke halt nicht die Leistung bringen, dann hast du halt ein Problem, weil dir irgendwann die Landebahn ausgeht. Heißt also, um die Operations dort zu machen, ist es einmal wichtig, dass das Ganze funktioniert, auch bei hohen Temperaturen, aber auch der Wartungsaufwand. Das heißt also, in Dubai gibt es sehr viel Sand, logischerweise, wenn du in der Wüste baust. Und dieser Sand macht den Triebwerken dann zu schaffen. Und dieses kann natürlich dann auch das Problem haben, dass die Maintenance-Zeiten steigen, dass es also auch wirklich dort Probleme gibt. Und deshalb fordert Tim Clark von den Freunden von Rolls-Royce, dass man halt diese Triebwerke wüstenfest macht. So wie es früher bei den Autos auch war. Da hat man auch die Autos, gab es eine Wüstenversion, es gab eine Nordlandversion. Heißt also zum Beispiel für Skandinavien, Finnland gab es halt Autos, die hatten höhere Heizwerte. In Dubai gab es die Autos da mit einer Klimaanlage, die etwas besser ausgestattet war. Heute ist das alles durchgängig dasselbe, weil es halt billiger ist, wenn man alles in alle einbaut, als die verschiedenen Versionen macht. Aber so ist es halt jetzt auch beim Flugzeug. Da muss man halt wirklich mit den Triebwerken was machen. Und Rolls-Royce erkennt ja auch das Problem an mit dem Triebwerk. Und das Trendtriebwerk ist halt wirklich so, dass es dort, das Trendwerk, und zwar ist es das XWB97, gerade halt auf den Märkten im sonnigen und warmen Gebieten problematisch ist mit dem Sand. Die wollen das aber nachbauen, aber Tim sagt ganz einfach, nee, man weiß, ob das Ding 25, 26, 27, 28 kommt. Hat er auch noch 29 genannt? Ich weiß es nicht, ich glaube 30 hat er sogar noch genannt. Und das ist halt das Problem, deshalb will er sich mit der Bestellung nicht festlegen, weil es auch das einzige Triebwerk ist, was unter einem 350-1000er Flügel hängt. Und da möchte ich mal ganz ehrlich sagen, ja, aber bei der 777X ist doch dasselbe Problem. Aber vielleicht ist er deshalb ein gebranntes Kind, wie das so schön heißt, und möchte da auf sicher gehen und möchte dann sagen, nö, wir warten nochmal ab. Die Konferenz in Dubai ist wirklich eine Goldgrube. Und Carsten S. aus M. hat auch etwas gesagt zum Thema ITER. Und wir wissen ja noch alle, was die Frau Vestager gesagt hat. Und zwar ist es so, dass man eine Vorentscheidung bei der ITER oder eine Entscheidung sogar diese Woche erwartet. Und die Frau Vestager hatte gesagt, und da bringe ich euch mal kurz die Bedenken, dass die hohe Preissetzungsmacht der Lufthansa, also quasi Monopolisierung, dem Lufthansa, Monopolstellung der Lufthansa, da ein Problem macht im Intercon-Verkehr zwischen Italien und USA. Es wird übrigens gleich mit dem Thema SAS auch noch einen Hinweis dazu geben. Und das ist halt einfach so, dass man auch natürlich diese Integration in das Transatlantic Joint Venture für Lufthansa elementar ist, weil man damit natürlich quasi Butter und Brot bringt zu den Spielen nach Rom. Das ist halt ein Problem. Aber man möchte halt wirklich von Italien jetzt sagen, dass Carsten Spohr sagt, dass man halt einen Einigungskurs da irgendwie hat und dass man da halt zusammenkommt. Ich sehe es noch nicht ganz so. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Ich bin mal auch gespannt, ob es da halt wirklich so ist, dass die Lufthansa auch die 41% im ersten Schritt übernehmen kann, so wie sie es vereinbart haben und wollen. Vielleicht geht man auch auf eine MSC-Variante ein, weil da natürlich von, ich habe euch versprochen, ich habe den Namen auf Kette. Del Ponte, Old Ponte. Ich muss den Namen wieder nachschauen. Unglaublich. Also, dass es da halt eine Einigung gibt. Aber vielleicht halt auch mit dem MSC, dass es das ursprüngliche Angebot war und ist. Ich stelle euch keine Frage des Tages dazu, aber ihr könnt trotzdem dazu antworten, ob euch das Thema ITER weiter auf den Sack geht, ob das ein Drama ist. Aber es sind halt aktuelle Aussagen in Dubai, wo die AGM
stattfindet. Wir haben jetzt ein Thema, was durchaus auch Potenzial und Musik hat. Und zwar in den USA ist das Department of Transportation von unserem Pete Buttigieg, der den Fluggästen wirklich hilft, also wirklich klar Kante zeigt. Und bei diesen Themen ist es wirklich so, dass er da Strafen verhängt. Und zwar Strafen, die, naja gut, ich weiß nicht, ob sie wirklich wehtun. Aber wenn wir uns mal angucken, was da jetzt passiert ist. Die Lufthansa ist verknackt worden, 1,1 Millionen Dollar Strafe zu zahlen, weil sie während Corona-Covid 775 Millionen nicht rückerstattet haben, sondern da die Leute quasi durch Reifen haben, Loops and Hoops, wie das im Englischen heißt, haben springen lassen und das Geld halt einbehalten hat. Lufthansa ist auch nicht die einzige Fluggesellschaft, die bestraft worden ist, denn die gesamte Summe, die habe ich auch, das waren 2,5 Millionen Dollar Strafe, aber Lufthansa war der am meisten von den 2,5 Millionen zahlen musste, weil er eine Summe hatte von 775 Millionen. KLM, die quasi an Nummer 2 waren, die hatten 113,3 Milliarden dort als rückgehaltene Summe. Die müssen auch nur 1,1 bezahlen. South African musste 15,2 zurückzahlen, Millionen, und hat eine Strafe von 300.000 Dollar. Und Pete Buttigieg, und er hat da meinen vollen Respekt, sagte, Fluggäste sollten nicht um Rückerstattung kämpfen. Ganz wichtig. Ja, das ist so. Warum müssen wir dafür kämpfen? Das ist etwas, was uns zusteht. Wenn man dann weitergeht und sagt, Großteil der Geldbuße wird natürlich an das Finanzministerium gezahlt, aber die Fluggesellschaften werden halt damit zur Verantwortung gezogen. Und wenn sie Passagiere nicht diese Rückerstattung geben, die ihnen wirklich zusteht, das ist halt etwas, wo ich dann sage, ja, das ist gut so, aber 1,1 Millionen ist jetzt, ich weiß nicht, interessiert das die Lufthansa, wenn die mit Milliarden reden? Ist ja noch nicht mal das Gehalt von Carsten Spohr. Und es gibt halt diesen FAA Reauthorization Act von 2024, den halt Biden in 2024 auch unterschrieben hatte. Und da ist es so, dass man damit halt die gesetzliche Grundlage geschaffen hat. Interessant ist auch, dass das in Retrospekt gilt. Die Lufthansa-Aussage ist interessant übrigens auch, die möchte ich euch auch geben. Die 775 Millionen sind vollständig zurückgezahlt. Ja, Gott sei Dank, klar. Strafe im Vergleich mit anderen Airlines nicht abweichend vom Maßstab des DOT. Strafe ist zur Hälfte getilgt, restliche Hälfte muss in kommenden 30 Tagen folgen. Und ist halt auf das, und jetzt kommt da wieder eine Formulierung, das historisch einmalige Ausmaß an Entstattungen während der Covid-Pandemie zurückzuführen. Naja gut, ihr habt das System abgeschaltet, dass Reisebüros das machen können. Nur so als Randbemerkung. Und die Amerikaner haben übrigens auch noch ein Portal geschaffen, nicht zu verwechseln mit flightright.de, das ist flightrights.gov in 2022. Da könnt ihr übrigens eure Rechte alle einlesen, die es dort gibt in den USA. Und man hat dort eine Partnerschaft mit Generalstaatsanwälten im April 2024 zur beschleunigenden Überprüfung von Verbraucherbeschwerden eingerichtet. Also das heißt, da ist auch so etwas fast getrackt bei der Regierung und bei der Justiz, dass man dort gegen Fluggesellschaften halt auch wirklich schneller vorankommt. Ich finde es eine sehr gute Geschichte. In Europa gibt es meines Wissens so etwas nicht. Aber wenn es das geben sollte, solltet ihr mich korrigieren. Also ich kenne es nicht. Würde mich auch wundern, wenn es das gäbe. Weil wenn es das nicht gibt, dann kann ich es auch nicht kennen. Und wenn es es gäbe, würde ich es kennen. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr darüber, wenn zum Beispiel die EU da irgendwelche Strafen verhängen würde, die auch wirklich tangible, also fühlbar wären? Ja? Und vielleicht könnte man da auch mal so einen CEO mal persönlich haftbar machen. Das ist eh etwas, was ich, glaube ich, nicht schlecht finden würde, wenn halt Geschäftsführer von Firmen persönlich haften würden, wenn sie irgendeinen Scheiß bauen und nicht durch Versicherungen permanent abgedeckt werden und die Sache nicht wirklich interessiert. Wir haben jetzt das letzte Thema und das ist das spannendste Thema heute. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Thema SAS, Scandinavian Airlines, die ja zum SkyTeam wechseln. Unabgesehen davon, dass die natürlich Gründungsmitglied der Star Alliance waren und eigentlich auch sind, das werden sie ja immer sein, obwohl sie zum SkyTeam wechseln werden im Laufe des Jahres, die haben in Form von Arco van der Werf, das ist der Geschäftsführer von der SAS,
Der hat Folgendes in Dubai gesagt. Und zwar, man verlässt halt die Allianz zum 31. August 2024, geht zum 1. September zu SkyTeam. Das Programm wird weiterhin natürlich Eurobonus halten und Eurobonus bleiben. Und so wie es auf den ersten Blick aussieht, sind da auch nicht so großartige Änderungen passiert. Aber wichtig ist halt, dass Air France und KLM ja auch eingestiegen sind mit 19,9%. Warum? Weil natürlich das nicht der EU in irgendeiner Art und Weise zur Kontrolle vorgelegt werden muss. Wäre vielleicht für Lufthansa auch ein interessanter Weg. Auf jeden Fall ist es so, dass die harte Arbeit üblicherweise dauert so etwas 18 bis 24 Monate. Die haben das jetzt in 6 bis 9 Monaten hingezimmert, dass man das macht. Aber es liegt noch Arbeit vor ihnen. Die Systeme müssen integriert werden und so weiter. Aber jetzt kommt der spannende Punkt. Und zwar, man erwartet sich starke Drehkreuze mit den Partnern in Europa, Paris und Amsterdam. Lufthansa hat doch auch starke Drehkreuze in Europa, ne? Nur so als Hinweis. Und man hat auch Interesse an Partnerschaften in anderen Regionen. Aber jetzt wird die Star Alliance kritisiert. Er ist mit seiner Kritik etwas vorsichtig, weil er muss da noch ein bisschen natürlich gute Miene machen. Aber wenn man sich das wirklich in Detail anschaut, und da kommt auch die Parallele zur ITA, die SAS sei praktisch vom Nordatlantik Joint Venture zwischen Air Canada, Lufthansa und United ausgeschlossen gewesen. Das heißt, die waren gar nicht da drin. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. ITA möchte aber da rein, wenn die Lufthansa die übernimmt. Oder Lufthansa sagt, die ITA soll da rein. Und das ist in meinen Augen so ein bisschen Kritik an der ganzen Geschichte, dass man dort natürlich sagt, ja, da habt ihr uns nicht gut behandelt. Deshalb können wir uns auch nicht wundern, warum die aus der Star Alliance weg sind. Und die Star Alliance ist eher selbstbezogen. Selbstbezogen würde ich jetzt so als egoistisch, als vielleicht auch narzisstisch übersetzen. Und das ist das, was mich so ein bisschen irritiert an der Aussage, weil wenn die Star Alliance so ich-bezogen ist, dann ist es natürlich thematisch auch ein Problem, wenn Emirates da kommt. Emirates ist ja auch ich-bezogen. Na, zum Beispiel sind sie ja, weil sie halt Einzelkind sind im Moment, haben halt ihr Fly Dubai und dürfen machen, was sie wollen. Das ist halt so, wenn man laissez-faire erzogen worden ist. Lass ihn mal machen, außer dass er gewinnt. Und damit ist die Star Alliance doch ganz klar irgendwie von der SAS für einen Partner, der halt nicht der größere ist, sondern ein kleinerer Partner ist, ganz klar gesagt worden, die sind nicht nett. Und ist dann weggegangen. Das ist der Grund, weil man sich einfach nicht gleichberechtigt gefühlt hat. Und natürlich fliegt man aus Kopenhagen, Stockholm und so weiter, ihr wisst das ja selber, nach Washington und so weiter, in die weite Welt, nach Nordamerika rein. Und deshalb wäre es für die SAS natürlich interessant gewesen, wenn man Partner und Teil dieses Joint Ventures gewesen wäre. Aber beim SkyTeam hat man das wahrscheinlich reinverhandelt. Und deshalb können wir jetzt ehrlicherweise nicht nur sagen, naja, das hat der Kollege Anko van der Werf gesagt, weil er halt so ein alter KLMer ist. Also SkyTeam. Nein, das hat er einfach gesagt, weil er endlich mal jemand war, der dann gesagt hat, ja. Und deshalb muss ich da leider sagen, die SAS, wenn sie da als Stiefkind behandelt worden sind, also stiefmütterlich, dann wäre ich auch gegangen. Kann ich verstehen. Und zumal man natürlich eine Mitgift bekommen hat von der SkyTeam in Form dem 19,9% aus Frankreich und Amsterdam. Also kann man da nichts gegen sagen. Nochmal zum Thema Viel-Viel-Programm, dass das Euro-Bonus-Programm natürlich gleich bleibt, außer dass man halt kein Starlines Gold und so weiter hat, sondern diese Elite, Elite Plus-Status. Man hat dann eine erweiterte starke Beziehung, natürlich dann auch mit den SkyTeam-Fluggesellschaften, auch wichtig. Und am Ende bleibt aber eine Sache, und das ist die Perspektive für SAS. SAS ist ja jetzt nicht so, die kommen ja nicht aus einer dritten Welt. Die kommen ja aus einem Gebiet in Schweden, da ist ein sehr hohes Vermögen, Norwegen. Also das heißt, da sind reiche Leute unterwegs. Und die bringt man natürlich gerne in die weite Welt. Und ist auch interessant für andere Leute. Wir möchten nicht gerne mal gucken, wo sein IKEA-Einbauschrank herkommt. In Norwegen, Schweden, nochmal, beziehungsweise in Schweden, um ganz genau zu sein, da ins IKEA-Homeland zu gehen. Und für mich bleibt und irgendwie klingt das auch so nach dem Thema, dass man sagt, die waren nicht nett zu mir. Die Frage des Tages für euch an dieser Stelle ist natürlich eine ganz klare Frage. Und das ist die Frage, ist der Wechsel von SAS zu SkyTeam eine Verbesserung für die Kunden? Heißt das also einmal,
Einmal, dass man beide, brech mal die Stimme weg, ich fange fast an zu heulen. Nein. Also ist das eine Verbesserung für die Kunden? Ist SkyTeam vielleicht sogar besser für die SAS-Kunden, als es die Star Alliance war? Und die andere Frage ist natürlich, wurde SAS schlecht bei der Star Alliance behandelt? Also ist es so, dass man bei der Star Alliance selber schuld ist, dass man quasi die vergrault hat? Arco van der Werf sagt es sehr, sehr vorsichtig. Aber hier solltet ihr jetzt mal versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen und einmal mal in euch hineinzuhorchen. Das, was ich gesagt habe oder das, was ihr vielleicht woanders gelesen, gehört oder gesehen habt, fasst es in die Kommentare zusammen, schreibt es. Und ich würde mich freuen, wenn ihr davon mir berichten würdet, was ihr denkt in den Kommentaren. Und ich habe alle Kommentare beantwortet, ja. Und vielleicht ist das ein Thema für den Stammtisch. Würde mich freuen, euch in Berlin zu begrüßen am 7., ne? Was haben wir Dienstag? Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind 3 Tage. 7. 7. Juni, Berlin. Also, auf eine Currywurst. Bis dann. Ciao, ciao. Viel Spaß und Abspann. Warte, hätte ich fast zu Ende gemacht, aber ihr kriegt ja noch einen Abspann vorher. Also, bis dann. Ciao. Thank you.